Hallo, guten Tag. Bei den Steinböcken ist es so, dass die sind gebunden an den Vater-Mythos. Und wir wissen, wenn wir jetzt über die Schattenseiten sprechen, dass die Schattenseite von dem Vater ist immer ein Tyrann. Und deswegen muss man sich vorstellen, dass Steinbock sammelt halbes Leben seine Fantasien, Allmachtfantasien, das, was er alles machen wird, egal ob das im Büro ist, privat, mit den Kindern, mit dem Ehemann. Er geht so vor sich hin, arbeitet ganzes Leben an seinen Zielen und seine Fantasien kochen da unter der Erde, wie als ob du auf den Minenfeldern gehen würdest. Aber du musst wissen, eines Tages geht so eine Mine oder zwei oder drei hoch und dann bist du weg. Und so passiert es bei den Steinböcken. Egal, ob du im Büro bist, ein Angestellter von einem Steinbock, du musst wissen, dein Leben wird ganz, ganz hart sein. Auch privat. Ich kenne eine Frau, die hat genug Geld auf dem Konto, aber trotzdem, obwohl sie bekommt vom Amt Geld für die Kinder, nimmt sie sich das Geld für sich als Taschengeld und sie kauft sich irgendwelche Sachen für sich. Das macht sie aus Gehässigkeit und aus Häme und aus diesen Allmachtfantasien. Ich kenne einen Mann, der wohnt mit einem Kumpel zusammen, der ist auch Steinbock, und der beherrscht diesen Kumpel, der da mit ihm wohnt, auf eine ganz, ganz harte, kolonialartige Weise. Der Kumpel kommt nach Hause und er zeigt mit dem Finger, guck mal, da liegt die Wäsche von dir. Er zeigt nur drauf. Das bedeutet, du musst es wegnehmen und machst das nicht wieder. Bei Steinbock ist es so, immer diese Finger und die meinen, mach so, wie ich dir sage, denn du hast keine Wahl. Eine Freundin von mir, die auch Steinbock ist, die hat jetzt, sie ist geschieden und bekommt Geld von ihrem Mann. Und sie hat sich jetzt einen Kühlschrank bestellt. Der Mann musste, dieser Ex-Mann musste das bezahlen. Und plötzlich, als sie mich anrief, habe ich ja Krach gehört, habe ich gesagt, was ist denn das? Da hat sie gesagt, ja, Kühlschrank ist geliefert worden, aber gefällt mir nicht. Ich möchte einen anderen haben. Die müssen den Kühlschrank dann wegnehmen. Aber ich weiß, warum? Kühlschrank ist Kühlschrank. Ja, aber Getränkeverteilung hat mir nicht so gut gefallen. Alles aus Macht und alles aus diesen Fantasien, die sie gesammelt hat. Und deswegen reagiert sie so. Jetzt muss Kühlschrank zurück. Jetzt in der Corona-Zeit so viel Aufwand. Differenz auch mit Geld, der Ex-Mann muss das alles bezahlen. Also diese Allmachtfantasien, die da im Keller eingeschlossen wurden, kommen dann eines Tages nach 20 oder 30 Jahren zum Vorschein. Und deswegen gibt es da Opfer und deswegen die Menschen müssen unter den Steinböcken so schrecklich leiden. Aber wenn du dazu geboren bist, zu leiden, so wie Fisch zum Beispiel, dann kannst du mit Steinbock wunderschön leben. Dann gibt es keine Probleme. Dann sagst du, nö, ich finde den Steinbock ganz okay. Aber andere Leute, die sich dann wehren möchten und diese mächtige Art von dem Steinbock nicht ertragen können, die sind natürlich Opfer und die leiden schrecklich unter den Steinböcken. Aber Steinbock hat sehr, sehr viel auf der Welt erreicht. Wenn wir so verfolgen, wer alles in der Politik oder alles in der Wirtschaft als Steinbock unterwegs war, dann wissen wir, wie viel Macht so ein Steinbock auf dieser Welt hat. Aber meine Zeit ist für heute um. Ich muss jetzt aufhören.